Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sven Häfliger und ich bin der Gründer von Zapiano. In diesem Video, das ist eine sogenannte Listening Session, da werde ich kein Piano unter meinen Händen haben, sondern ich werde in dieser Serie einfach Pianisten vorstellen, die mich selber inspirieren, vielleicht auch ein bisschen beeinflusst haben, falls man das so sagen kann. Aber ich denke, es ist einfach irre interessant, wirklich großartige Musiker sich mal anzuhören. Was macht eigentlich einen großartigen Musiker aus oder einen großartigen Pianisten? Und den Pianisten, den ich heute vorstellen werde, ist Thierry Lanz, ein Schweizer Pianist aus der Welschen Schweiz. Er ist weit über die Landesgrenzen aus bekannt. Er hat mit seinem Trio die größten Erfolge gefeiert, ich glaube so in den Nullerjahren. Da waren sie in Japan in den Jazz-Charts ständig auf Platz 1. Und ich habe den Pianisten relativ früh entdeckt. Ich habe ihn gesehen, ganz in meiner Nähe, also wo ich aufgewachsen bin, hat es einen Jazzclub gehabt und ich habe ihn da gehört und seine Klangästhetik, seine Auffassung, wie er Jazz spielt, das war für mich wie so, da habe ich wie so ein bisschen Jazz entdeckt eigentlich, weil die Art, wie er die Sachen spielt, ist eigentlich sehr Mainstream, kann man fast sagen. Er hat einen ausgesprochenen Wohlklang, einen unglaublich differenzierten Anschlag im Piano und was ich heute euch vorstellen werde, ist eine ganz typisch tolle Aufnahme von ihm. Sie ist schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz denke ich, sie spricht Bände für ihn. Also, es geht um den Jazz-Standard Giant Steps. Und Giant Steps, für diejenigen, die das kennen, das ist sozusagen der Prüfstein eines jeden super advanced Jazz-Musiker. Also jemand, der jetzt beginnt mit Jazz, no way, ist auch nicht unbedingt meine Literatur, gebe ich ganz ehrlich zu. Das war so in der Bebop-Ära. Ein Stück von John Coltrane und wenn wir da das Liedsheet uns mal anschauen, dann sieht das so aus, da ist eigentlich gar nicht viel da. Da ist eigentlich wie so eine Aneinanderreihung von Harmonien, die eigentlich gar sehr wenig Zusammenhang haben, weil zum ersten, sie sind sehr unlogisch und das Schwierige daran ist das Tempo. Das Ganze wird auf Tempo 240 gespielt in der Originalaufnahme und wir hören uns kurz mal das Original zunächst rein von John Coltrane und danach zeige ich euch die Aufnahme von Thierry Lang und seinem Trio. Also, horcht mal rein hier. Von Beginn weg. Also da haben wir ein super hohes Tempo. Und nur schon, du kannst dir vorstellen, die ganzen Changes, also die Harmonien, die wechseln konstant durch jenste Tonarten durch. Wir haben immer so 2-5-1-Ketten aneinander gereiht. Und je höher das Tempo ist, desto sicherer muss ich mich natürlich fühlen als Musiker, um überhaupt mitspielen zu können. Also wenn ich da noch überlegen muss, ja, welche Tonleiter oder welchen Akkord habe ich jetzt, wie greife ich denn den? Der Takt ist schon längstens vorbei. Also es ist einfach ein Merkmal. Wenn man so hohe Tempi spielen kann überhaupt, dann muss man wirklich viel geübt haben, sonst kann man die Sachen ja gar nicht präzise spielen. Ganz ein einfaches Prinzip. Also hier sehen wir nun. Und jetzt geht's los mit der Improvisation. Genau. Also ihr merkt, wildeste Sachen, wilder geht's praktisch nicht mehr. Das war so in den, denke ich mal, das Album ist rausgekommen, weiß nicht, da steht 1960 da, ich glaube, das war früher, als das Album rausgekommen ist, kann man sich ganz vorstellen. Also die Bebop-Ära, die war so in den 40er Jahren, 40er, 50er Jahre hat die gestartet, gemäß meinem Verständnis. Okay, also, das war sozusagen die Einleitung. Und jetzt hören wir doch mal rein, was der Thierry Lang draus gemacht hat. Und das ist, das ist für mich wie Honig mit Zucker, je nachdem, was du einfach magst. Hör dir das mal an, was jetzt passiert. Wir haben das Liedchen dann. Also hat zuerst nur einzelne Akkorde gespielt, hat dann auf die Melodie, aus der Melodienote raufgetan und er hat die Akkorde reharmonisiert. Er spielt das nicht genau so, wie es da steht, die Akkorde. Er spielt andere Akkorde. Und vor allem,
das Tempo ist jetzt völlig rausgenommen im Moment. Jetzt kommt der Schlagzeug rein. Du merkst, oh, das ist ganz ein anderes Tempo jetzt. Oh. Yes. Sind sie da? Das war schon Gold, Gold, Gold. Also das hier, was er da gemacht hat. Er hat eine Melodie lang gezogen. Die Takte, die gehen ja so einfach so ein Vierviertel, der so geht. Und er macht Bam, Dum, Bing. Und dann zögert er eine Melodie hinaus, über mehrere Changes hinaus. Und er weiß aber ganz genau, wie sich die Harmonien untereinander hören werden und welche Note er spielen kann. Auch wenn da wildeste Changes drauf sind. Das ist eine typische Thierry Langlinie hier gewesen. Oh, man merkt ganz genau, er hat eine sehr, sehr konkrete Klangvorstellung. Er weiß ganz genau, was er macht. Und jede Note, jede Linie, jede Phrase, die er spielt, die hat einen Anfang, die hat ein Ende. Da ist nie irgendwas, wo man sagt, ja, das war jetzt irgendwie so, naja, er wusste vermutlich nicht genau, wo es hingehen sollte. Wenn man das hört, jetzt. Gold. Oh, Gold. Sven ist auch noch, er macht keinen Swing draus. Also macht das ist gerade. Er macht ein binäres Feeling draus. Er hat keinen Swing draus gemacht. Das ist auch was natürlich, was komplett nicht dem Original entspricht eigentlich. Er hat wirklich was ganz eigenes draus gemacht hier. Genau, und vor allem die Pausen, die er macht, bam, ba, di, da, 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 das ist absolut goldig. Also er macht nicht irgendwelche Tonleitern, wo man merkt, ah, das ist noch ein bisschen eine technische Übung, er hat irgendwie noch ein bisschen zeigen wollen, was er macht, sondern ganz konkret die Melodie vorhin im Gehör gehabt. Genau, und er wechselt auch ab zwischen einzelnen Melodien und also einzelnen Phrasen, die wirklich nur so eine kleine Melodie sind, und dann kommt wieder eine Tonleiter, und die Tonleiter ist meistens ein bisschen leiser gespielt, das ist wie so etwas, was er noch so ein bisschen dazu tut, aber es ist nicht die eigentliche Melodie. Und hört man auf sein Spiel, zum Teil hat er die Sachen wirklich sehr akzentuiert gespielt und zum Teil wieder leise, also sein dynamisches Range hier, das ist auch irre groß hier. Da geht es natürlich über wildeste Changes und die Idee hat er immer weiter verfolgt. Völlig egal, was für Harmonien das gekommen sind, sondern seine musikalische Idee, die ging einfach weiter. Und er wusste ganz genau, welche Töne darunter liegen. Ein wahrer Meister. Da habe ich ein bisschen Bill Evans rausgehört. Da ist doch beeinflusst worden von Bill Evans, wie praktisch jeder Jazzpianist, das ist völlig normal. Er hat da wirklich mit den Changes selber, hat er das noch ein bisschen akzentuiert und er hat dann eigentlich wie, das hört sich so an, als ob der Takt nach vorne springen würde. Da kommen ganz viele Akzente rein und trotzdem die vier Viertel, der bleiben doch immer bestehen. Aber es hört sich so an, als ob alles nach vorne fallen würde für den Hörer, für den Zuhörer. Thank you.
Genau, interessant ist auch zu hören. Das Schlagzeug jetzt im Vergleich zu Beginn, das ist jetzt ein bisschen mitgekommen. Das hat ein bisschen mehr Intensität jetzt reingetan in sein Spiel. Zunächst waren es ein paar wenige Ideen und jetzt spielt er ein bisschen mehr, ein bisschen lauter, ein bisschen wilder. Und der Schlagzeuger, der kommt jetzt auch mit und der Bassist auch. Also die ganze Rhythm-Section, die unterstützt ihn so, dass es sich wirklich nach einer Einheit anhört, das Ganze. Genau, solche Lines, die sind nicht komplexer jetzt natürlich mit Arpeggios und Tonleitern und chromatischen Dingen drin. Das macht er nicht zu Beginn einem Solo. Ein gutes Solo, das steigert sich dann immer ein bisschen mehr und da darf es auch ein bisschen wilder zu hergehen am Schluss des Solos, aber nicht zu Beginn. Und zu Beginn hat er ja ganz mit wenig Tönen begonnen. Die Präzision, die ist unglaublich. Oh, da haben wir Bill Evans drin. Ah, göttlich. Da. Das hat er die Harmonie mitgenommen und so Blockakkorde gespielt. Oh, das ist doch auch so rhythmisch cool. Genau, wenn man dem zuhört, er weiß immer trotzdem noch ganz genau, wo er ist, egal wo er die Akzente setzt. Das fließt einfach durch bei ihm. Ich muss mir das vorstellen, er hat wie die Pulsation so tief drin, da braucht er keine Sekunde, nicht eine Millisekunde darüber nachzudenken. Er ist völlig in diesem Fluss und kann rhythmisch das Zeugs gestalten, wie er möchte. Und das ist sozusagen doch auch ein Merkmal eines guten Musikers, dass er einer völlig frei ist in dem, was er tut. Also er beginnt da wirklich zu spielen. Er reproduziert nicht irgendwie irgendwelche Noten, was er mal auswendig gelernt hat, sondern das ist aus dem Moment raus. Und das ist doch cool. Also er spürt meine Begeisterung. Bass Solo, mal schauen. Yeah. Also ihr habt auch gesehen oder gehört, das Ganze ist wirklich so organisch wie in sich zusammengefallen. Also die ganze Intensität hat er rausgenommen, immer ein bisschen weniger reingetan. Und am Schluss ist dann übergegangen in das Bass Solo. Wird es immer leiser, das Ganze. Und dann, wenn er den Bass Solo, da begleitet er nur noch ganz wenig im Hintergrund die Chords. Und ich muss mir vorstellen, also das ist das, was darunter liegt. Das ist Lead Sheet. Das ist die ganze Musik, das, was ihr da hört. Natürlich, klar, das lasse ich improvisieren. Aber das sind die Changes. Oh, jetzt wird es spannend. Oh, jetzt wird es ganz spannend. Jetzt hat der Bassist, ist er im gleichen Mood hat er ein Solo gespielt, außer also diesen binären Groove, und jetzt gehen sie ins Uptempo rüber. Jetzt nehmen sie das Originaltempo am Schluss. Ganz spannend. So, Schlagzeuger, gut achten. Oh. Yeah. Yeah. Dann machen sie einen Cut und dann geht er nochmals zurück zum Intro. Ist auch sehr spannend. Es geht dann nochmals zu dem und es ist völlig rubato, das Zeitlose, wo er nur noch diese Changes so spielt als Solo-Pianist. Und er hat die Harmonien auch reharmonisiert. Oben ganz leise wieder. Seht ihr? Also, oder hört ihr?
man merkt, wenn ich das jetzt höre, so sanfte Akkorde zu spielen, das braucht wirklich unglaublich viel Praxis, braucht einen unglaublich differenzierten Anschlag im Piano, den man natürlich nur hinkriegt, wenn man ganz früh mit klassischem Klavierspiel begonnen hat. Ich glaube, er hat ja früher auch klassische Musik studiert, glaube ich, müsste mich schwer täuschen, und ist erst später zum Jazz gekommen. Okay, ich glaube, das war's für heute. Falls ihr Fragen habt zu dieser Aufnahme oder sonst irgendwie eine Anregung habt, was ihr sonst noch gerne hören würdet von mir, mit mir zusammen, schreibt es doch einfach rein unten in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bye bye.